Rudolph, I'm excited to see you. And you too. Welcome to our clubhouse. Das neue Betriebssystem. Ja. Und hat er dann alles runtergefahren wenigstens? Eigentlich nein. Schade. Weil ich habe es extra abgebrochen, weil er nämlich... Wo ich hingegangen bin, war dann nur noch eine Minute. Jetzt kriegst du es normalerweise aufs Handy. Und dann musst Passwort und ID nacheinander eingeben. Und dann zockt er bei mir immer einen Fehler an. Jetzt bin ich gespannt, ob der bei dir kommt. Morgen, Rupi. Morgen. Was steht noch so an? Wir gehen heute an. Ja, wir hatten gerade ein sehr langes und interessantes Meeting. Es zieht sich, glaube ich, jetzt auch immer noch so halb. Und es ist schon 11. Genau, heute habe ich um 12 einen Termin. Und dann ganz, ganz lang nichts mehr. Also heute ist laut Papier nicht viel los. Ich bin aber gespannt, weil ja immer noch Ferien sind. Und ist komisch. Jeder Tag ist anders da. Also kann sein, dass das brutal wird jetzt um 12. Kann sein, dass gar nichts los ist. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten werde ich halt die Zeit dann kurz verbringen. Daniel ist ja wie gesagt noch im Laden. Ich habe ein Zufallswort des Tages natürlich ja, auch. Ja. Clubhouse. Clubhouse? Du Wichser. Was zur Hölle ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist, Mann. Also ich kann es dir aus dem Baseballbereich in Amerika erklären. Ach, Clubhouse. Kannst du es auch Clubhouse sagen? Ja, ja, jetzt. Ich habe Clubhouse im Sinne von Tamklappen verstanden. Nee, da ist, da habe ich auch überhaupt nichts. Ach, jetzt mal. Ja, aber mir fällt nichts ein. Clubhouse. Hey. Ich kenne nur mal die Clubhouse-Sandwiches, die jedes Mal sehr, sehr deliziös sind. Mit Bacon und Chicken drauf und sowas. Das ist meistens ziemlich geil. Kann ich auch empfehlen im... wie heißt jetzt nochmal? Beach House. Sehr, sehr geiles Sandwich. Mmh, richtig geil. Da wäre es die Frage, kommt das Clubhouse-Sandwich, weil es im Clubhouse angeboten mit wird? Mit Sicherheit. Das kann der Mick bestimmt beantworten. Nein, kann er nicht. Kann er nicht. Kann er definitiv nicht. Ja, ist wahrscheinlich so, weil das ist eigentlich ein schnell zusammengestecktes Sandwich ist. Wahrscheinlich sehr leicht für die zu machen. Also in Amerika ist ja ein Clubhouse eigentlich die Umkleidekabine. Allerdings, allerdings ist die Umkleidekabine, also ich war in Washington im National Park, das ist unglaublich. Da ist die Umkleidekabine fast so groß wie unser Fitnessstudio. Und davor kommt aber eine Bar und der Duschbereich und ein Sanitärbereich mit Massageraum und Riesenküche. Und ja, also das ist einfach eine Riesenwohnung für die ganzen Teammitglieder eigentlich. Also würde es jetzt in Verbindung bringen mit zum Beispiel einem Golf-Clubhaus oder Tennis oder sowas. Also es ist eigentlich so ein Treffpunkt für die da Sport machen. Die halt reingehen, ziehen sich um, chillen erstmal, trinken ein Prosecco oder was und dann essen sie nur ein Clubhouse-Sandwich und dann geht's los auf die Piste. Mhm. Ja, in Deutschland gibt es das eigentlich nicht, gell? Da gibt's einen verransten Umkleidebereich mit Stahlspinden, vielleicht noch eine Sportgaststätte, die sowohl in der als auch Pizzeria ist. Und dann vielleicht eine, keine Ahnung, irgendeine abgeranzte Dusche dann. Naja, im Profibereich gibt es das schon. Ja, schon. Wenn du mal in der Allianz Arena warst, FC Bayern. Ja gut, ja, so, das ist natürlich das ist schon, ganz was anderes. Ist schon sehr ähnlich. Ja. 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 Jetzt habe ich Bock auf ein Clubhouse-Sandwich. Hallo Chefverkäufer. Guten Tag, was kann ich Ihnen anbieten? Was steht denn heute so an? Ein Big Mac Menü mit der Cola. Nein, das ist mir zu fertig. Okay. Was steht heute an? Laden steht heute an. Ein bisschen Hashtag BuyMixShit. Da, von dem da. Von dem da. Ich buy jetzt mein Shit. Das steht heute an bis abends. Und dann ist heute Mittag und dann ist für mich der Tag schon fast gelaufen. Ruppi schmeißt das Fitnessstudio. Und ja, das steht halt an auf dem Plan. Und jetzt muss ich in der Mittagspause Obst kaufen.
bin ja heute in der Früh noch nicht dazu gekommen, damit ihr wieder frisches Obst habt. Genau. Und das Zufallswort des Tages hast Klapphaus. Du ja jetzt leider schon mitbekommen. Habe ich schon gesehen. Hast du eine Stunde überlegen können, was ja, du sagst. Ja, aber ich bin immer noch bei dem, dass mir sofort als erstes eingefallen ist. Und Hashtag Werbung, da ist mir sofort das Beach House eingefallen. Bei den Legionären da. Also richtig gutes Restaurant. Und ja gut, wenn man Clubhouse hört, dann denke ich an Clubhouse Sandwich natürlich. Bin verfressen, logisch. Und kann man echt empfehlen. Also hingehen, probieren. Thank you.